Just Music auf der Musikmesse 2015 am Stand von Sonic Sales, wo wir uns einen brandneuen iranischen Synthesizer angucken werden, der auf den schönen Namen Xenophon hört. Steve, was kannst du mir denn über den erzählen? Ja, das ist der Xenophon von der Firma Hypersynth. Das Spannende ist, dass der aus dem Iran kommt, wo man nicht unbedingt einen analogen Synthesizer erwartet, aber wir sind aufmerksam geworden im Internet auf das Gerät. Hypersynth hat bisher nur Plugins hergestellt und kommt wirklich aus dem Nichts jetzt mit einem Analog-Synthesizer, der wirklich ein paar spannende Features hat, weil es gibt eine Menge Monosynths auf dem Markt mit einer ähnlichen Architektur, aber eben nicht mit all diesen Features hier. Mal als Abkürzung: Das Layout sind 3 Oszillatoren. Ich kann jeden Oszillator, jede Wellenform komplett frei in Pulsweite und in Shape einstellen. Ich habe einen 3. Oszillator, der wahlweise Noise ist. Sehr spannend, da gibt es auch einen C64 Noise. Also man kann sich oft genug sagen, der ganze Signalflow ist voll analog. Am Ende gibt es zwar einen digitalen Effekt, es gibt einen 24-Bit Multi-Effekt, der kann verschiedene Reverbs und verschiedene Delays. Den kann ich aber auch komplett umgehen, wenn ich halt den kompletten analogen Signalfluss haben möchte. Ansonsten gibt es noch ein paar spannende Features, also wie gesagt 2 Oszillatoren, jeder Oszillator hat einen Sub drin. Der 3. Oszillator, der hat nur eine Wellenform oder halt alternativ dafür dann den Noise. Ich habe einen sehr vielfältigen Multimode-Filter, der 18 dB, 24 dB kann, 6 dB kann, Highpass, Lowpass, diverse Charakteristika. Das ist ein sehr, sehr guter Filter drin. Und mein persönliches Highlight ist ein sehr guter Arpeggiator und Sequencer. Es gibt einen 4-Track-Sequencer mit 16 Steps für Pitch, Velocity und 2 sogenannte AUX-Tracks, die ich komplett frei routen kann. Es gibt eine Routing-Matrix, wo ich alles mit allem modulieren kann, die ist sehr umfangreich. Das heißt, das Ganze ist eigentlich schon eine Art Modularsystem. Und als Sahnehäubchen habe ich hier insgesamt 896 Speicherplätze. Das heißt, ich habe komplette Speicherbarkeit. Ich habe CV-Gate, In-Out, ich habe ein Audio-In, kann Sachen durch den Filter jagen. MIDI ist natürlich drauf. Das heißt, es ist sehr, sehr komfortabel, was die Speichermöglichkeiten angeht. Und zu guter Letzt klingt es unglaublich gut und liegt bei um die 1000 Euro, was für ein Analog-Synthesizer mit den Möglichkeiten wirklich ein sehr, sehr fairer Preis ist. FM auf Oszillator 1 hat er auch noch? Ja, Frequenzmodulation, Ringmodulator, Feedback und so weiter ist auch alles möglich. Ist ein spannendes Teil, ich würde sagen, wir hören gleich einfach mal ein bisschen rein. Hören wir rein, aber wann kommt er denn aus dem Iran zu den Filialen bei Just Music? Ja, ihr seid einer der wirklich Glücklichen, weil ihr wart sehr früh dran und das heißt, ihr habt auf jeden Fall was zum Antesten da. Ich weiß nicht, ob jetzt bei dem Interview der Rest schon verkauft ist, aber ich weiß, dass ihr auch in Kürze nochmal nochmal Nachschub erhaltet. Das heißt, bei Just Music habt ihr definitiv die größten Chancen im Moment. Das heißt, da könnt ihr es antesten und Nachschub ist unterwegs. Dann hören wir jetzt mal rein. Vielen Dank, Steve. Gerne. Thank you.